grüße meine stabilen Freunde. Ich sehe wieder, ihr habt eingeschaltet. Jetzt sind wir mit der anderen Tropicoland Map durch. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir uns einfach die nächste vornehmen. Und dazu klicken wir auf neues Spiel. Mission. So. Tropicoland. Tortuga hier. Wir nehmen einfach mal. El Presidente möchte eine Baseballmannschaft. So, und da werden wir mal richtig Cashflow machen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Also, let's start. Beginn. Bla bla bla. Genau. So. Baseball Presidente, ich verstehe es nicht. Ihr versteht es nicht. Selbst die Schiedsrichter verstehen es kaum. Trotzdem ist es in den USA beliebt, wo die Bürger es als Vorwand nutzen, um Würstchen mit Senf zu essen und gegärtes Getreide zu trinken. Und es könnte Tropicos Nationalsport sein. Oder auch nicht. Folgt mir auf eine Reise in die Welt des Sports. Noch wichtiger als die der Wirtschaft. Präsidente, die Qualität eines Landes wird an dessen sportlichen Erfolgen gemessen. Wie kann es also sein, dass wir nie die World Series gewonnen haben? So, ich muss mir leider erstmal einen Kaffee machen. Zeit ist kostbar, Präsident. So Leute, und denkt dran, besonders wir haben heute noch eine Premiere, Zeit, 19 Uhr. Denn ihr seid der eifrige Führer einer Nation und nicht etwa ein Kind, das in einem Sandkasten spielt. Das müsste die erste Staffel von Landung in der Normandie mit dem Soldaten namens James Bryan absichtlich sein. Natürlich ist das die erste Episode, die nächste Episode ist ja dann, wo sie in Quarantäne sind und dann sich da durchfeiten sozusagen. Aber alles nach und nach. Endkampf ist ja an der Brücke, wa? Müssen wir mal schauen, was wir da kreieren. Aber jetzt erstmal zu Tropico. Schutztürme bauen, okay. Schauen wir mal. Ich bin der Broker. Sprechen du bist ein Broker und du interessierst mich nicht. So, das erste müsst ihr natürlich bauen, damit wieder ein bisschen Geld reinkommt. Eine Piratenbucht. Denkt da mal bitte dran. Bauunternehmen, immer schön viele Leute, dass man nicht einschlafen. So, wie gesagt, wir kümmern uns erstmal um die Wirtschaft, das Geld und Material läuft. Und dann kümmern wir uns um die Politik, die eigentlich niemanden interessiert. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass man sonst hier auf der Klappe fällt.
So, Kaffee ist fertig. Werden uns Roboter die Jobs wegnehmen? Eine offizielle Stellungnahme des Palasts sagt, das hängt davon ab, wie hart du arbeitest, Bürger. Ja, nee, auch nicht. Natürlich sind Menschen wichtig. Roboter, naja, was brauche ich? Ich brauch's nicht. So. Schutztürme. Man sagt, Krieg sei gut für das Geschäft. Aber wirklich gut für das Geschäft ist es, wenn man massig Geld macht. Oh, massig. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Präsidente. Mit nur etwas Magie kann ich Ihnen das zehnfach... Sind Sie die ganzen ranken und schlanken Bürgerleid, die nur aus Haut und Knochen bestehen? Mit doppelten Lebensmittelrationen können Sie alle glücklich machen. Außer vielleicht die reichen Magnaten, deren Geschäfte auf Knappheit setzen. So, das, was ich jetzt mache, müsstet ihr rein theoretisch nachmachen, weil es Geld und Sicherheit bedeutet. Kirchensteuer, genau das gleiche, Siesta, ist wichtig für Tropikaner. Weiß das besser als Sie, Präsident, der noch nie in seinem Leben auch nur einen Tag hart gearbeitet hat und damit auch jetzt nicht anfängt. Mit einem Industrialisierungsprogramm können wir weit genug vorausplanen, ja, um Geld zu machen, aber nicht so weit, dass wir uns Sorgen um die Auswirkungen auf die Umwelt machen müssen. Mit einer einzigen, gar nicht so kleinen Vorauszahlung können wir die Baukosten für jede einzelne Fabrik stark verringern, was nicht nur gut für das Wirtschaftswachstum ist, sondern auch dafür sorgt, dass der Himmel mit dem angenehmen Rauch aus Schornsteinen erfüllt wird. Da rüstet er. Ja, da. Ich habe ein bisschen nachgeforscht, Brit. Exporte Press. Ich habe gesehen. Ich bin autorisiert zu sagen, gute Neuigkeiten, Präsidente. Wir haben eine neue Richtlinie. Ihre Richtlinien interessieren mich im Feuchten. Glauben Sie es mir. So. Was ich gerade gemacht habe, kläre ich euch jetzt nochmal auf. Bewaffneter Hausmeister, da geht die Wundqualität hoch. Wenn ihr dazu Steuerung drückt und dann auf bewaffnet, habt ihr es bei allen Gebäuden, die ihr auf der Insel habt, gleichzeitig angeklickt. Verstärken Sie bitte Ihre Denkt aber dran, das kostet Geld und ist dann wieder, sollte man nur machen, wenn man Money hat. So, ich
werde diesmal auch einen Flugzeugträger bauen, dass wir hier nicht wieder so auf dem allerwertesten fallen, wenn die Amis hier Streit machen. Ich baue schon mal vor. Weil wenn man denen nämlich irgendwas nicht recht macht, dann greifen die immer gleich an. Merkt euch auch das. Wären Sie hier? Nein. Hammer an Waren. Mais, Fleisch, Milch, Ananas. Das reicht nicht. Da muss ich wieder mein Laster machen. Tabak! Geil. Fisch brauchen wir noch. Fisch brauchen wir definitiv. Jetzt stört das doofe Ding. Das ist doch nicht wahr. Ach nee. Kannst du nicht sein. Ja, und dazu kommt noch das. Oh nee. Warum passt das nicht? Das muss man mal immer erklären. Wissen Sie, warum unsere Mauer so lang wurde? Wegen einer Mischung aus wahnsinnigem Ehrgeiz und extrem billigen Arbeitskräften. Die ihr erpresst habt. Richtig. Also, wir haben schon 3 Sporttalente gefunden. Es geht voran. Autos, da kann man doch auch schon Autos anmachen, das ist doch gut. Ah, die will wieder keiner. Ah, müssen wir uns erst einen Namen machen. Super, super. Stellen Sie Ihren Wecker, Präsident, denn die Öko... Die Öko-Gefahr. Kein Geld. Ups. Ware, Ware, Ware. Naja, 17. Reicht nicht ganz. Oh, das ist wie nichts. So, als nächstes werden wir natürlich eine Zigarettenfabrik bauen. Und dann illegale Zigaretten bauen. Ja. Ein Arbeitsloser, das ist gut. Und ein Obdachloser. Weniger gut. Es gab ein...
Die Arbeiter müssen von der Unterdrückung befreit werden, Präsident. Das Joch der Tyrannei muss enden, damit das Eiweiß der Gerippe. Sprechen irgend? Da komme ich nicht klar. So, machen wir erstmal das Schäftchen ein bisschen. Holzfällerlager. Wichtig. Dann nehmen gleich das Sägewerk. Ja. Dann läuft das. Stress. Baubüro, da geht das Ganze auch mal ein kleines bisschen schneller. Keine Straße. Das werde ich nie verstehen in diesem Spiel. Tja Leute, wir müssen halt für Kohle sorgen. Man merkt, es ist schnell weg. Jetzt bauen wir erstmal eine Zigarettenfabrik, dass wir hier die Ware ordentlich produzieren hier. Viel, Junge. Nicht viel, nicht viel. Ideal, so ein Wohnblock als Beispiel, ist idealerweise, wenn der schön an der Straße gebaut wird, dass die in ihre Wohnung nicht ordentlich reinkommen. Das ist auch mega wichtig. Aber ich überlege gerade, hier ist eine Holzfällerbude, da sind die bestimmt wieder belästigt von dem Lärm. Aber ihr seht gleich voll.
Lassen Sie sich nicht von der unermesslichen... Ach, die Goldene. Oh, it's gone, it goes on that. Können wir jetzt mal jemanden suchen, der Zigarren möchte? Weil wir haben die Besten. Schönes Schiff. Ui. Was bleibt was über. Das ist gut. Nur wenn was überbleibt, kann man ausbauen. Ja. Ideal, hier ist gleiche kleiner See in der Nähe, da ist gleich Flüssigkeit da, beziehungsweise Bewässerung. Ist doch nicht gut, nicht schlecht. Schon das Sprachfallen hier. Denkt immer dran, schön umranden die Dinger, weil wenn es brennt oder mal Krieg ist, ja, ich meine, da rennt die auch über den Acker, aber gerade bei Feuer ist es immer besser, wenn die Buden hier wirklich erreichbar sind. Das Lustigste erfahren oder durchgemacht. Euer Urteilsvermögen ist unfair. Es gab einige. Oh, das Geld ist gut. Meine Güte, das prasselt ja hier rein. Was ist denn los? Oh, ich habe euch ja gesagt, wir wollen richtig Money machen. Und wir haben schon 8 Sporttalente, noch eins, dann sind wir weiter. Yippie. Ja, wir machen alles richtig. Oh nein! Siehst du, schon wieder nicht überlegt, schon wieder noch Mist angeguckt. Naja, gut. Hey, Präsidentin! Ich habe ein... Besondere Bürger. Ja. Sie kommen mir bekannt vor. Was hat er damit gemeint? Sieht schön aus. Ich fühle mich beobachtet.
beschäftigt. Tut mir leid. Heute. Verzeihung. Welch ein Tag. Schauen Sie ab. Frau Präsident. Die Bürger verlangen. Nein. Ich möchte Sie jetzt nicht beurteilen. Es ist geschafft. Erneut zeigt sich die ehrfurchtgebietene politische Weitsicht von El Presidente. Ware, Ware. 22, 23. Mann, da wollen wir schon mal besser. 36. Präsidente, ihr besitzt nun ein Baseballteam, die Tropico Sovereigns. Unsere Designer arbeiten bereits an einem politisch unkorrekten Logo, so wie es Tradition hat. Okay. Ist das richtig? Sie wollen das Baseball... Präsidente, was ist mit dieser Baseball-Sache? Was mit der Baseball-Sache? Seh dich auch nicht an. Machen wir deinen Job. Passt das und reicht das schon. So, guck es mal schnell. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Unbedingt. Unbedingt. Touristen, die so hier und suchsam. Achso. Sie wissen, dass Mathematik die Geheimsprache des Universums ist? Ja. Yep. Universum ist cool. Ich würde mich freiwillig für die Mars-Mission melden. Nummer 421. Oh, Präsidente, ich... Oh, Präsidente. Frau Merkel, Frau Merkel. Ach nee, da fehlen mir echte Worte.
keine nett ist, aber naja. Ich bin mir sicher, dass die guten Bücher. Ja, ich hoffe mir. Na, und wo sind die Tropikaner, die Touristen? Naja, 36, super. Ware, Ware, oh, 53.000 Ware. Leute, Alter, wir sprengen ja richtig den 60, wir haben gleich 60. Wir sprengen ja richtig den Hafen. 54. 60, nee, 59. Der Sieg gehört euch, Präsident. 32. Ich wusste, ihr würdet erfolgreich sein. Und nicht nur, weil ich sämtliche Stimmzettel persönlich ausgefüllt und gezählt habe. Leute. Die Arbeiter müssen von der Unterdrückung befreit werden, Präsident. Wir wissen Ihre Hilfe zu schätzen, Präsident. Aber ich fürchte. Im Hafen waren 59.000. Doch, jetzt steht's hier. Okay. Weil gerade nur 32 da steht. Ich habe gesehen, dass diese. Los geht's, Sovereigns! Klatsch, 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 klatsch! Ey, was hier mit den Leuten war? Sicherheit ist nicht nur ein. Richtig, Konserven haben wir noch nicht, aber wir haben sie gern. Und Autos. Oh, Möbel, 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 Möbel. Das ist auch mega wichtig. Aber das, alles nach und nach. Eigentlich müssen wir das ja erstmal alles erforschen. Was ist ja? Aber hier tut sich ja gar nichts. Das dauert ja Jahre. Mein Gott. Da bauen wir erstmal eine Uni. Da bauen wir erstmal in so eine Uni. Campus. Man kann es vorher sehen, ja. Ah. 43 Ware. Nicht schlecht. Läuft Brauner, würde ich sagen. Läuft. Verstärken Sie bitte Ihre Armeen, Präsident. Wir haben Feinde zur Rechten, Aufständische zur... Na, schlaf doch mal, ich will ein Psychopath. Der hat keine Ruhe. So erinnert sich gleich Hühnchen. Der mich nervt. Nur so eine Hektik. Sie sind ein Freund der Erde, Präsident. Sag ich doch. Als Gegenleistung erhalten Sie... Präsident, hatte ich Sie nicht erschießen lassen? Ja. Hat aber nicht geklappt, meiner. Du hast daneben geschossen. Mit deinem Krummlauf. Präsident. Nicht so ungut. Keiner zieht ein. Okay.
Ah, Leute, selber Glaube, Spaß und Gesundheit. Jetzt müssen wir uns kurz mal um andere Sachen kümmern, sonst kippt nämlich die freundschaftliche Atmosphäre hier. So, warte mal. Da haben wir die so gefüllt. Roboterautos, sie bauen selbstständig einen Auffahrunfall, damit es euch erspart bleibt. Genau, danke. In eurem Rückspiegel. Das ist aber nett, ja. Wären Sie hier am... Nein. Boah, keiner will Autos, was ist denn nur los? Es scheint mir so, als ob die Leute ihre doofe Insel nicht besuchen wollen. Hey, hey. Doofe Insel, Junge. Was geht bei dir? Rübenkasser. Besuchen meine Hotels, Kumpel, die sind alle voll. Besonders wach. Nicht besuchen, selbst das Schiff hier. AIDA. Nicht besuchen, Alter. Was geht bei dir? Nettes Hotel, Präsidentin. Ja. Ach, immer noch kein Glück mit den Touristen, was? Die mit ihren Yachtclub. Das wird detonieren lassen, das Ding. Wer braucht einen Yachtclub? Kein Mensch. Damit die Schönen und Reichen kommen, oder was? Die will ja keiner. Die sind doch nicht schön. Die verformen sich immer nur. Die spritzen sich Botox bis ins Gehirn und dann machen die immer mehr und... Guckst du dir doch an hier bei Promi Big Brother, wie oft die dunzen die aussehen. Als Beispiel. Das ist... Geld macht wirklich blöder. Musst du die noch alle angucken. Das ist unglaublich. Vor allem, die sehen schon nicht mehr menschlich aus. Das wird immer mehr hier. Ich habe einen Vorschlag. Sie helfen. Im Gesicht. Wird immer mehr. Sie backen hier nach vorne wie so ein Katzengesicht. Kennt ihr diese Gesichter? Total lustig. Carmen Geist sieht auch so aus. Verstehe. Sprechen irgendwelche? Da kann keiner mehr von Schönheit reden. Das ist einfach nur. Nette Boote hat. Das Gefühl zu sich selber verloren. Na, sag ich dazu nicht. Ach, die Düben, Junge. Die gehen auf den Senkel gehen, ja. Autos. Perfekt, ja, wenn man nicht haben will, wird sie gern, ja. Fürchterlich. Schön. Und denk doch immer dran, hier schön alles ausbauen, damit die im Luxus schwimmen. Sonst kommt wieder keiner auf unsere olle Insel. Ist Bescheid. Münzeinwurf. Verdienen wir noch Geld, ja. Das ist cool. Ah, ich muss das alles mal ausbauen selber. Minibar, ja. Okay, Mensch. Private Landeplätze. Oh mein Gott.
Glasboot. Ja. Möchte ich nichts zu sagen. Wären Sie hier an... Nein. So, ich werde Möbel bauen. Die wollen übelst Möbel. Das dauert mir zu lange, das erforschen. Also baue ich es jetzt schnell selber. Dann kaufe ich mir die Lizenz und dann kann ich es bauen. Attacke. Möbel, 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 Möbel. I love it. Das ist so crazy, so geil, das Teil. Das verdient so viel Geld. Genetisch manipuliertes Getreide ist der Knaller auf den benachbarten Inseln der Republik Verbrecher. Popcorn, ne. Bauern sagen, wir lieben es, jedes Jahr für Saatgut zu zahlen. Tropico. Nichts auf Lager, ne? Da muss man Zeit. Müssen wir ja gleich Ware bekommen. Guckt euch unsere Möbelfabrik an. Ach, ist das nicht schön. Hauerlich. Guck, wie sie läuft, ja. Guck, da liegt sogar hinten was drauf. Ja, da? Schöni. Fast wie die Tropico-Teile von früher. Wer sie noch kennt. Hast du richtig alles gesehen? Also manchmal vermisse ich das ein bisschen hier, aber naja, gut. Man kann ja nicht alles haben, oder? Ich habe gesehen. Hast du auch nicht gesehen. Die Faust hast du kommen sehen, ja, das stimmt. So, jetzt können wir nämlich Möbel verkaufen und die bringen richtig Asche. Die spülen richtig Money in unsere Kasse. Migranten hinter Dings. Oh, das nur wieder. Ich will dahin kündigen. So, jetzt ist das wieder hier, das ist ein Ausländer. Oder Immigrant, weiß ich jetzt gerade nicht. Stand hier doch Ausländer. Auf eure Insel holt und den einstellt. Migrant mit Bildung. Universitäts. Abschluss. Sie handeln ja mit Urteilsvermögen, Präsident. Ja. Und dann habe ich früher ewig gebraucht. Ich wusste nicht, wie das wäre, aber jetzt wäre es. Wäre freie Jobs 38. Es gab ein. Was soll ich sagen, Präsident? Naja, sag mal, dass ich gewonnen habe. Eine Nachtjacke. Baumwolle.
richtig rüber, damit wir hier wieder Metalle sammeln. Dass wir in der Autoindustrie reinpacken können. Beziehungsweise verkaufen können. Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Sie sind alle völlig legitim. Völlig illegal. Da habe ich leider kein Interesse dran. Was ist das? Nun frag. Wir werden angegriffen. Guerillas. Ey, das gibt's doch nicht. Die Kirche brennt so an. Hast du das gesehen? Die brennt die Kirche an. Hier, schießt. Auf den. Da läuft er. Ey. Habt ihr das gesehen? Ich habe mir so eine Mühe mit der Stadt hier. Danke, dass Sie das getan haben, Präsident. Ich habe gesehen. So, gucken wir mal. Na, bitte, haben wir da hochgekriegt. So, jetzt müssen wir langsam die 40er bearbeiten. Weil die 40er sind dann wieder der nächste Stufe zum klassischen schlechte Laune haben. Warum Geld für Polizisten aus? Genau. Die Einwanderung am 50. Das wollen wir natürlich auch nicht wahr. Ja, steigen wir an und sie erhalten eine monatliche Zahlung. Also, Deckenventilator. Das ist ja eine tolle Ausbau. Prozessoptimierung. Unser Luxushotel. Der Palast lässt offiziell verkünden, dass keine Pläne zur genetischen Konstruktion folgsamer Bürger existieren. Wir beruhigen! Sag ich doch, beruhigen! Die Bürger verlangen nach... Nein. Schon mal gesagt, kein Bock auf Reden. Hey, wir haben Überschüsse. Ist das nicht wunderbar?
Wären Sie hier an irgendetwas interessiert? Nein. Gute Geschäfte bin ich interessiert, aber mehr auch nicht. Ich interessiere mich nicht für Politiker, nur fürs Volk. Aber nicht für Politiker und auch nicht für irgendwelche Aasgeier. Das Tür. Baby. Da trinken wir mal ein. Ach, geh doch mal dahin. Nehmen. Genau, nehmen doch Schule. Nee, das machen wir nicht. Warte mal. Ja, Schiffswerft ist auch nicht schlecht, da können wir Boote verkaufen. Und das bringt dann richtig Asche. Das ist nicht euer Ernst. Das war nicht euer Ernst. Ey, guckt euch das an. Präsidente, wie... Ja, Herr Putin, ich bin auch schwer beschäftigt. Ich kann mich nicht immer um Sie kümmern. So, Sie wollen noch ein Stadion, wa? Das ist ja ein riesen Elo hier, Mann. So, war das? Ja. Ach, wo klatschen wir das nun da rein? Die Panda, wo keiner ist. Hier auf einer Insel. Ha! Hier irgendwas. Ja, geht natürlich alles nicht, wie ich will. Das ist, nein. Ah. Ja, da muss der Kokosnuss-Hacker hier mal weg. Sonst wird das ja wirklich nicht. Google nur sagen, wo bist du? Hier bist du. Ich mache dich im Dschungel und hole Google nur so. Lasst euch kostenlos die Liefer aufs Spiel sehen, mit alles rum und dran. Ach, oh, 62.000 Wara. Das ist nicht schlecht. Nicht sehr gut, aber es ist nicht schlecht. 75! Oh mein Gott, was? Es ist solch eine Last, Erbe eines Unfalls. Quäk nicht immer rum, Junge. Es gab ein. Oh mein Gott.
Nö, klatsch mal hier mal. Gemütlicher. Boah, hin. Genau. Machen wir hier mal noch. So, die gehen mit Blick auf den See. Sicher. Nein. Ein Blick auf den See, ja, das ist wohl geil. Ist aus der Haustür raus und das kann ich anhalten. Das war jetzt noch nicht. Der Sieg gehört euch, Präsident. Ich wusste, ihr würdet erfolgreich sein. Und nicht nur, weil ich sämtliche Stimmzettel persönlich ausgefüllt und gezählt habe. Das sagt man nicht, Mensch. Wenn ihr noch zuhört, ja. Bisschen Spaß muss sein. So, wir bauen jetzt ein Forschungslabor, damit wir hier mal vorankommen. Also lange will ich hier auch nicht rumdümpeln. Forschungslabor, wo ist das? Verfluchte Axt. Haben wir nicht schon so eine gute? Nee. Haben wir nicht. Berechnungen zufolge mindestens 8 der 10 Kriterien verbessert, die ich auf diese Seite. Siehst du mal. Wenn man mit mir normal redet, dann oder sowas. Wären Sie hier an irgendetwas? Nein. Autos, 20. Oh. Naja Leute, läuft 88.000, bald 100. Das passt doch jetzt noch. 48. Ist doch gut. 50. 140.000, ja. Na da. Wir machen was richtig. Thank you.
Ich habe gesehen. Du hast ja auch nicht gesehen. Oh, ja. Rum. Rum können wir ja auch schon verkaufen, selber. Warte mal, war das? Muss man noch modernisieren hier. Auch voll am Schlüssel. Wow, immer mehr Ware hier. So muss das sein. Guckt was mal alles an hier. Obwohl das nicht ausreichend ist. Da geht noch mehr. Aber wir müssen auch unsere Ziele. Präsidente, Sie müssen von der Redewendung für die Wissenschaft gehört haben. Wenn Menschen ihr. Wir müssen auch an die Ziele hier denken, nicht doch nur zu lange hier mehr, ne? Bildung fördern, naja. Es ist zwar praktisch, dass die meisten unserer Bürger nicht lächeln können. Sie wissen, dass Mathematik die Geheimsprache des Universums ist und Algebra das Graffiti der Realität. Heureka, Präsidente! Präsidente! Oh, meine Güte! Präsidente! Oh, oh. Darf nicht vergessen zu atmen. Was ist bei Ihnen los? Oh. Also macht ihr irgendwas anderes hier? Also die Morgen wäre jetzt grenzwertig. Welch wunderbare Zeit am Leben zu sein! Vom Zukunftsschock bis zur Gewalt im Straßenverkehr. Technologie macht alles besser. Ruine, Ruine, Ruine. Oh, das wird doch los, ja. Antike Ruine. Ich finde der Seilbahn nicht schlecht, aber ein bisschen schon auf der Welt. Oh, genau im Weg. Verflucht. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das jetzt gesehen, das ist so sinnlos in Tropico, wirklich. So, Seilbahn, antike Ruine. Machen wir so. Wo ist er hier? So, da brauchen wir die. Die wollen bestimmt wieder Bananen haben, wollen wir wetten, wie aus der Tropico-Land. Für Sicherheit wie eine gut aus. Ja, doch, mein Vater. In der Pitzgrube wurde gerade das erste Pitzspiel. Wären Sie hier? Zufolge mit. Ach Leute, na dann machen wir halt keine Touristentour bis da hoch. So.
Ach, Mann. Nervig. So. Na dann, na dann. Das haben wir doch schon 100 Mal. Oh nee. Ist die beste Verteidigung, Präsident. Aber im Moment bin ich nur mäßig angriffslustig. Oh, 18 Uhr. 18 Uhr. Handgabe des Gewinners eines signierten Porträts von El Presidente. Penultimo! Glückwunsch Nummer 2. Wir wussten, 1000 Einsendungen würden ausreichen. Es gab einige,